Verleiht enorme Sichtweite, kann aber nicht angreifen. Also werde ich demnächst einen von denen bauen müssen, dass ich sehe, wo die Heber herkommen. So, ich kann jetzt die Geschwindigkeit meiner Karawane erhöhen. Und Tots Geheimnis erforschen. So, jetzt sind bis auf eine Karawane alle gefallen. Das finde ich nicht so toll. Warum heilst du jetzt nicht mehr? So. Ihr baut mir jetzt hier einen Leuchtturm. Obwohl, nee. Da ist er blöd. Bau die mir hier auf. Ja, Kemsit hat halt eine Flottenwerft mindestens da oben. Schiffe werden schneller ausgebildet. Das machen wir gleich mal. Und ich habe jetzt die stärksten Türme, weil die Ägypter die stärksten Türme haben können. So. So, Amandra. Ich könnte Phönix ausbilden. Bogenschützen, vollen Brandgeschoss mit größerer Wahrscheinlichkeit gegen Gebäude und Schiffe ab. Das könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Dann hau ich mal eine kleine Flotte Löwenschildkröten. Schlachtschildkröten. Falscher Film bzw. falsches Spiel. Heraus. Ist die erste schon fertig? Okay. Die werden echt ausgebildet wie nichts Gutes. Aber wenn wir damit jetzt gerade unsere ganze Gunst verschleudert haben. Ihr kommt mal alle her, dass die beiden euch heilen können. Weil solange ihr arbeitet, könnt ihr nicht geheilt werden, hat es den Anschein. So. Okay, wir sehen jetzt ein bisschen was, wo die Leviathane immer rumstreunen. Wir könnten auch hier unten noch einen hinbauen. Ah, auf der Seite scheint nichts zu sein. Okay. Gut, das heißt, du wirst jetzt erstmal repariert. Kriegsakademie. Muss jetzt mal ganz viele Verbesserungen raushauen. Und eigentlich müssten wir auch erstmal Waffenverbesserungen, dass auch meine Gebäude mehr Schaden machen. Es ist halt die Frage, wie schützen wir uns hier? Wir müssten theoretisch nochmal zwei Türme hier aufstellen. Um mehr Schutz zu gewährleisten. Und einfach genug Löwenschildkröten losschicken, die Häfen einreißen. So, die sind billig, deswegen werden sie ausgebildet. Also Unterstützung. Und ja, ich sagte ja, die Mission wird lang dauern, bis wir uns hier auf alles vorbereitet haben. Tempel ist abgeschlossen. Forschungen. Dann am besten Brustpanzerverbesserung. Die Kasernen verbessern, wäre auch nicht schlecht, keine schlechte Idee. Naja, das hier sind die Verbesserungen in der Migdol-Festung. Und alles kostet ziemlich viel Gold. Was schon irgendwie ärgerlich ist. So, wir haben unsere ersten Kibbidits. Wobei die Löwenschildkröten hier, die ich gerade habe, ziemlich gut mit denen aufräumen.
Entwickle Hammerschiffe zu schweren Hammerschiffen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Okay, und Kamsit hat auch erst mystische Zeitalter erreicht. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist es jetzt, seine Werften zu finden und dem Erdboden gleich zu machen, damit seine Flotten nicht mehr landen können. Das heißt, ich gebe noch mal 5 von den Kriegsbackkasten hinterher. Als Gebäudezerstörer. Und ja, beide Dinger klingen endgeil. Meine Riesenschildkröten. Okay, du bleibst hier und beschützt die Kriegsbackkassen. Währenddessen macht ihr die Häfen platt. Es gibt ja ein paar hier. Gerade der schwer belegte Hafen hier oben. Oh. Eine dicke Schildkröte. Gary. So. Kriegsbarkassen werden ausgebildet. Was macht meine Forschung hier? Sollte ich vorantreiben? Auf Schwere und dann auf Elite. Ich habe nur noch 2 Holzsammler. Achso, weil die anderen nichts sammeln. Wisst ihr was? Dann baut mal weiter drinnen ein neues Holzfällerlager auf. So. Die da muss ich mal jetzt nachziehen. Und da kommt wieder eine Angriffswelle, okay. So. Die landet tatsächlich genau hier im toten Winkel. Nicht so toll. Wenn die genau hier landet. Amandra, hilf mal hier mit. So, währenddessen ziehen wir hier unsere Schiffe nach. In Wedge. Also ja, die kriegen wir noch mal tot. Und alle wieder an die Arbeit gehen, bitte. Und du kannst wieder zu dem Priester, dass er dich wieder heilt, weil der Pharao heilt sich leider nicht selber. Priester kostet jetzt übrigens nur noch 80. So. Okay, wir haben jetzt eine Flotte. Das heißt, wir sind eigentlich fast schon flottenmäßig unantastbar mit der Flotte. Also was Kamsit uns auch immer entgegenwerfen würde. Kann uns nicht mehr stoppen. Das heißt, wir können seinen Hafen zerlegen. Und hier sein Leuchtturm. So, da ist sein Hafen. Den müssen wir mal zerlegen. Dann haben wir endlich mal Ruhe hier ein bisschen. Ihr beide baut mir aber trotzdem hier an der Stelle nochmal drei Verteidigungstürmchen. So. Na, seine Waffenlager braucht ihr nicht unbedingt angreifen. Nur seine Häfen sind schlimm. Und seine Verteidigungstürme, weil die können Schiffe relativ schnell versenken. In Wedge.
So. In Wedge. Garrick. In Wedge. Und dann hier seinen Hafen. Gut. Dann verbessern wir mal unsere Infanterie noch fertig. Und bilden am besten drei Leviathan aus, mit denen wir da einfallen können. Oh. Da ist jedenfalls noch ein Wachturm im Weg, den wir einreißen sollten. Und dann alles hierher bewegen. So, das da noch einreißen. Und da ist jetzt die großartige Frage, wo er seine ganzen Leviathane versteckt hat, mit denen er uns immer invasiert. So, sein Wunder noch einreißen. Sein Monument, besser gesagt. Weltwunder ist ja was anderes wieder. Wow. Da ist eine kleine Armee. Und da kommt wieder ein Angriff. Den wir allerdings einigermaßen abwehren können. So, jetzt brauche ich erstmal Truppen. Und so viele kann ich gar nicht in Auftrag geben. Wie weit seid ihr mit meinen Türmen? Ich könnte nämlich noch eine zweite Kriegsakademie gebrauchen. So, sehr gut. So, die Migdol-Festung hat doch ein bisschen einstecken müssen. Ach, hier drüben ist noch ein Hafen. Ja, okay. Den sollten wir auch loswerden. Ihr holzt fleißig. Und ja, hier auf der kleinen Landzunge werden wir uns dann verbarrikadieren. Mit einer Migdol-Festung. An Armee. Achso, verlorene Schiffe. Die kann er ruhig beschwören. Jo. Und da ist der Leviathan, der uns die ganze Zeit auf die Nerven gegangen ist. So, drei Leviathane. Jetzt muss auch hier der Hafen weg. Und unsere Einfallroute muss dann noch gesichert werden. Das heißt, ihr drei begebt euch mal hier in sichere Gewässer. So. Finito.